Wir alle kennen ein Grafiktablet von Programmen wie Photoshop oder von 2D-Illustratoren, die ein wenig darauf rumkritzeln und schon was Kreatives erschaffen können. Doch kann man das Ganze auch in Blender benutzen? Ja, das kann man. Und damit moin, ich bin der Chris von Bornfox Studios und heute haben wir mal wieder ein ganz besonderes Video für euch, denn die Firma Changi Labs war so freundlich, uns ein Grafiktablet zur Verfügung zu stellen und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich werde alles erklären, wie man das Ganze einrichtet und wie man dann anschließend damit auch in Blender arbeiten kann. In diesem Sinne, bleibt wie immer dran, los geht's nach dem Intro. So, ich habe jetzt das Grafiktablet von Changi Labs, ich hoffe immer noch, ich spreche das richtig aus, vor mir liegen. Es ist auch das erste Mal für mich, dass ich ein Unboxing mache, aber ich habe gedacht, wir packen das mal gemeinsam aus, um einfach auch mal zu gucken, wie ist denn so die Qualität oder allgemein, ob es eine hochwertige Verpackung ist, denn ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe gesehen, die Folie habe ich schon abgemacht, dass wir uns das sparen. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen alles sehen. Das packe ich mal hier unten hin. Ich habe jetzt die Kamera erstmal so ausgerichtet. Ich glaube, da kann man alles sehen. So, ich klappe das mal hoch. Jetzt haben wir als allererstes hier ein Thank you. Wir bedanken uns natürlich, nicht andersrum, dass sie so freundlich waren, uns das zur Verfügung zu stellen. Das ganz neue Tablet, um das mal zu testen. Ich mache mal hier die Folie ab. Ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass hier schon das Tablet drin ist. So, kleinen Moment. Und hier ist das Grafiktablet auf jeden Fall schon mal. Das Zubehör wird dann unten sein. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr hochwertig aus. Auf den ersten Blick. Sehr schön. Was ich immer ungewohnt finde an Grafiktablets ist immer am Anfang, also bei solchen Grafiktablets, wo man nur so ein Board hat, ist dieses Hingucken auf den Bildschirm und gleichzeitig aber kritzeln. Das ist erstmal ungewohnt am Anfang, aber das, also da gewöhnt man sich eigentlich schnell dran. So, ich mache hier auch nochmal die Folie ab. Ich nehme an, aber das ist bloß eine Tasche. Ich glaube, die können wir erstmal beiseite legen. Aber hier, dass ihr das Ganze seht, hier ist noch eine Tasche dabei. Auch sehr cool. Pack das mal kurz zur Seite. So, jetzt kommen wir nämlich zum Zubehör und zum Anschließen. Denn das ganze Ding hier ist wireless. Das bedeutet, wir haben kein Kabel. Das ist auch sehr praktisch. Alles hier. Oh, alles so schwer verpackt hier. So, hier haben wir einmal eine Fernbedienung, denke ich mal. Ja. Sieht sehr schön aus. Gucken, wie das Ganze dann später aussieht. Ich habe mich da jetzt auch noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Hier haben wir noch einen Sticker. Achso, ich zeige auch nochmal die Fernbedienung. Sieht auch ziemlich cool aus. Packe ich auch erstmal beiseite. Sticker. Dann haben wir hier noch eine weitere Tasche. Und hier sind unsere Stifte drin. Das sieht ziemlich cool aus. Ich komme mal näher an die Kamera. Ich hoffe, das klappt mit dem Autofokus hier. Vielleicht muss ich mal das Licht ein bisschen näher holen. Ungefähr so. Also wir haben hier oben verschiedene Minen. Auch sehr cool. Wir haben zwei verschiedene Stifte. Hier haben wir ein USB, also ein Micro-USB. Und noch einen USB-Anschluss. Und das wird dann wahrscheinlich auch hier über wireless sein. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Ring oder sowas. Muss ich auch mal gucken, dann was das ist. Den sieht man auch nicht so gut. Ungefähr hier. Aber die Stifte, ich nehme einen in die Hand, die sind definitiv hochwertig. Die haben auch hier so einen schönen Grip, dass sie das nicht wegrutscht. Was ich auch schon gesehen habe auf der Verpackung, ist, dass das Tablet, das wird wahrscheinlich hier sein, ein Handschuh dabei hat. Denn ich hatte auch mal ein Tablet, das war aber ein billigeres, da war kein Handschuh dabei, da musste man den sich extra bestellen und ihr werdet gar nicht glauben, wie lebensnotwendig dieser Handschuh ist, denn wenn ihr zum Beispiel zeichnet, dann passiert es ganz oft, dass man dann plötzlich mit der Handfläche zeichnet. Deswegen ist so ein Handschuh sehr, sehr praktisch. Machen wir mal hier auf, zu, das hier rein.
Gut, hier haben wir das Kabel. Das teste ich dann. Denn ich wollte mich nach dem Unboxing hier mit dem Tablet dann beschäftigen. Bevor ich ein Tutorial mit euch mache. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten, vorher ein Unboxing mit euch zu machen. Und hier ist der Handschuh. Ich ziehe den mal kurz an. Hier sieht man den. Den setzt man dann einfach so auf. Da kommen dann hier die kleine Finger und der Zeigefinger rein. Der Ringfinger und der kleine Finger. Und dann haben wir hier einen Handschuh, ohne dass wir dann hier mit den Fingern beim Malen oder Zeichnen oder Blendern nicht rumkratzen und irgendwelche komischen Sachen malen, auf jeden Fall. Gut, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Den Handschuh packe ich gleich beiseite, die Fernbedienung und den Rest schaue ich mir dann gleich am PC an. Beziehungsweise wir schauen uns das Ganze gleich noch weiter am PC an. Ich hole nochmal das Tablet hier vor. Aber im Großen und Ganzen wollte ich euch halt auch einfach das Unboxing noch zeigen. So, in der unteren rechten Ecke habe ich jetzt nochmal eine Kamera für euch aufgebaut, dass ihr nochmal sehen könnt, was ich hier so mache hier in dem unteren Bereich von dem Grafiktablet. Ist ein bisschen blöd, ich habe nicht so viel Platz hier an meinem Schreibtisch. Deswegen kann es sein, dass da so ein bisschen das Mikrofon im Weg ist oder meine Stimme diesmal jetzt nicht so perfekt ist. So, ich habe jetzt das Tablet angeschlossen. Ich muss das jetzt doch erstmal über Kabel anschließen, aber nur hier oben. Wireless habe ich auch ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Eins kann ich euch schon mal vorwegnehmen, die Anwendungsmöglichkeiten von dem Gerät plus die Fernbedienung sind wirklich der Hammer. Ich habe jetzt erstmal den Treiber installiert und ich werde jetzt auch direkt die Maus ersetzen mit dem wunderschönen Stift hier, indem ich hier einfach mal näher an das Tablet gehe. Ich habe schon getestet, wenn ich hier die Vierecke hier, diese LED-Vierecke, die passen halt wirklich perfekt an den Bildschirm. Und hier sehen wir jetzt die Produkte, die ich installiert habe. Ich gehe mal direkt hier rauf. Hier können wir nämlich noch ein paar Einstellungen machen. Hier können wir zum Beispiel, habe ich gesehen, wenn wir verschiedene Programme haben, wie zum Beispiel Photoshop, Blender erkennt er jetzt nicht, könnte ich aber hinzufügen. Dann kann ich sogar sagen, dass die LED-Dinger blau leuchten sollen. Oder ich lasse sie einfach orange. Je nachdem, wie man das möchte. Ich kann die sogar noch heller machen, wenn man das möchte. Sieht vielleicht auch ganz cool aus. Hier können wir noch die Stifte programmieren. Und ich habe jetzt aktuell den Stift hier mit den drei Tasten. Wir können hier noch den Stiftdruck einstellen. Und was ganz wichtig ist für Blender, habe ich schon bitter erfahren müssen, ist die mittlere Maustaste, um die Kamera zu drehen. Deswegen habe ich mir überlegt, den Doppelklick hier nehmen wir weg. Wir gehen auf Mausklicks und machen hier einmal Mittelklick rein. So, jetzt können wir hier noch weitere Einstellungen machen. Wir können den anderen Stift auch noch programmieren. Da gehen wir jetzt aber nicht drauf ein. Die Fernbedienung können wir auch noch programmieren. Die lasse ich jetzt erstmal standardmäßig so, weil sie ziemlich gut passt, was Blender angeht. Ich habe sie übrigens mal hier oben hingeschoben, damit ihr die besser sehen könnt. Aber eigentlich ist es natürlich praktischer zu arbeiten, wenn ich sie hier so an der Seite habe. Aber da seht ihr die nicht. Deswegen habe ich die fürs Video mal dort oben hingetan. Gut, dann können wir das Ganze schließen. Machen wir mal so. Und wir befinden uns jetzt direkt in Blender. Und wir haben ja eben die mittlere Maustaste auf den einen Knopf hier gemacht. Und wenn ich jetzt drücke, kann ich hier auch ganz normal, wie ich eine Maus bewegen möchte, mit dem Stift die Kamera hier auch drehen. Ziemlich cool. Was für Anwendungsmöglichkeiten haben wir jetzt in Blender? Wir können natürlich modellieren, da muss ich allerdings sagen, modellieren mit einem Grafiktablet ist natürlich echt Gewöhnungssache und da muss man echt lange üben. Ich hatte es schon mal ein bisschen versucht und um die Tastatur, wenn ihr die Hotkeys benutzt, kommt ihr gar nicht drum herum. Klar können wir uns hier oben noch mehrere Boards programmieren, also zum Beispiel, dass wir hier umschalten, dann auf einen anderen Satz an Hotkeys. Wir haben jetzt hier zum Beispiel rückgängig machen und Co. Ich kann das ja einmal mal demonstrieren, indem wir einfach mal hier das Ding anklicken. Aber wir könnten uns zum Beispiel jetzt Tab, um in den Edit-Mode zu kommen, auch auf einen Satz machen. Aber so muss ich natürlich trotzdem drauf kommen. Und ich könnte ja jetzt einfach mal, ich packe hier einfach mal, na, das hier zum Beispiel. Und ja, bewege mir das einfach, sagen wir, ich extrude das einfach mal. Nur mal so zum Beispiel.
Gut, dann kann ich jetzt hier einfach mit rückgängig machen mit der Tastatur. Wie gesagt, modellieren um eine Tastatur kommt ihr, der glaube ich, wirklich nicht dran rum. Sonst müssten wir hier ständig den Satz wechseln. Deswegen denke ich, ist Modellieren nicht so praktisch mit einem Grafiktablet. Was ihr natürlich machen könnt im Blender, ist natürlich das Sculpting zu nutzen. Zum Beispiel, da muss ich allerdings sagen, ihr wisst, ich bin kein Sculptor, ich bin ein Modellierer. Ich bin wirklich sehr schlecht, was Sculpting angeht und habe hier kaum Erfahrung, was das betrifft. Aber was wir auch machen können, ist zum Beispiel Texture Painting. Wir können ja hier mal eine neue Textur anlegen auf dem Würfel. Ist ja vielleicht auch ganz praktisch, wenn ihr mal handgemalte Objekte machen wollt oder Texturen zum Beispiel. Indem wir hier einfach mal, jetzt müssen wir mal ganz kurz ein neues Material hier anlegen noch. Mittlere Maus und bei Base Color gehen wir auf Image Texture. Übrigens, das mache ich tatsächlich alles mit dem Stift hier gerade. Nicht mit der Maus. Und jetzt ist es schon drin. Wenn wir zoomen möchten, können wir hier auch die Dings benutzen. Den kleinen Cursor hier an der Fernbedienung. Das ist auch ziemlich praktisch. Und wenn wir möchten, können wir jetzt einfach anfangen hier zu malen. Mal hier oben. Wir können auch, wenn wir möchten, nochmal eine andere Farbe nehmen. Nehmen wir doch einfach mal hier so einen Blauton. Die hier so an der Seite. Richten die Kamera nochmal ein bisschen aus und sagen jetzt, oh, ich möchte jetzt hier Punkte haben, was weiß ich, ein Smiley, ziemlich cool, ziemlich praktisch. Falls ihr wirklich mal damit arbeiten möchtet, da ist natürlich ein Grafiktablet. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, aber ist nicht schlimm. Können wir hier einfach, oder auch nicht. Das hat er jetzt angenommen mit dem Stift. Jetzt hat er es rückgängig gemacht. Da war irgendwie gerade, hat sich wahrscheinlich Blender aufgehangen kurz. Dann müssen wir aber auch hier wieder den Smiley hinmalen. So, auf jeden Fall habt ihr hier echt viele Anwendungsmöglichkeiten. Und ich kann auch noch mal ganz kurz was demonstrieren. Der Stift ist aktuell so eingestellt, dass wenn wir jetzt zum Beispiel leicht drücken, einen leichten Schein bekommen. Und je doller wir drücken, umso dicker wird das Ganze. Ich kann das hier mal demonstrieren. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen besser, wenn ich hier zum Beispiel so einstelle. Dann Dollar aufdrücke auf dem Tablet, dann habe ich auch ein bisschen mehr Opacity, wollte ich gerade wieder sagen, Stärke, also die Transparenz ist nicht ganz so schlimm. Wir könnten hier oben übrigens auch einstellen, dass die Size Pressure auch verändert wird, wenn wir hier oben mal klicken. Das hier hat mit dem Grafiktablet nämlich zu tun. Dann könnten wir nämlich auch so dünn aufdrücken und würden dünnere Striche kriegen, wenn wir dick aufdrücken, bekommen wir dickere Striche. Da würde ich gucken, da ist echt unterschiedlich, dass ihr immer drückt. Gut, da ist ziemlich schwierig, deswegen würde ich das vielleicht standardmäßig auslassen, aber das müsstet ihr selber rausfinden, womit ihr besser klarkommt. Natürlich ist es auch blöd, immer den Radius zu reduzieren und alles. Von daher ist das, denke ich, ganz praktisch, wenn man das doch so hat. Ne? Ungefähr so. Guck mal, das sieht aus wie ein schönes Wet. Wie ein Weizen. Auf jeden Fall habt ihr hier im Blender definitiv Anwendungsmöglichkeiten, auch wenn die Anwendung nicht mit aufgeführt ist. Aber natürlich könnt ihr das Ganze auch in Photoshop und Co. nutzen. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es großartig selber nutzen werde. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der Handpainted Textures machen will, der mal zeichnen möchte in Blender. Vielleicht möchtet ihr auch in Photoshop zeichnen. Vielleicht seid ihr auch 2D-Artist und seid gar kein Blender-Artist. Genji Labs war aber so freundlich und hat uns alleine auch aus dem Grund, weil wir ein Blender 3D Modeling Kanal sind, uns das zur Verfügung gestellt, dass wir euch das einfach mal demonstrieren können. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da einfach mal rein. Da könnt ihr euch das Produkt auch nochmal genauer angucken und schauen, ob das wirklich etwas für euch ist. Nein. Wir können auch, wenn wir möchten, nochmal eine andere Farbe nehmen. Nehmen wir doch einfach mal hier so einen Blauton. Richten die Kamera noch mal ein bisschen aus und sagen jetzt, oh, ich möchte jetzt hier Punkte haben, was weiß ich, ein Smiley, ziemlich cool, ziemlich praktisch. Falls ihr wirklich mal damit arbeiten möchtet, da ist natürlich ein Grafiktablet. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, aber ist nicht schlimm. Können wir hier einfach, oder auch nicht. Das hat er jetzt angenommen. Jetzt hat das rückgängig gemacht. Da war irgendwie gerade, hat sich wahrscheinlich Blender aufgehangen kurz. Dann müssen wir aber auch hier wieder den Smiley hinmalen. So, auf jeden Fall habt ihr hier echt viele Anwendungsmöglichkeiten. Und ich kann auch noch mal ganz kurz was demonstrieren. Der Stift ist aktuell so eingestellt, dass wenn wir jetzt zum Beispiel leicht drücken,
einen leichten Schein bekommen. Und je doller wir drücken, umso dicker wird das Ganze. Ich kann das hier mal demonstrieren. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen besser. Wenn ich hier zum Beispiel so einstelle, dann doller aufdrücke auf dem Tablet, dann habe ich auch ein bisschen mehr Opacity, wollte ich gerade wieder sagen, Stärke, also die Transparenz ist nicht ganz so schlimm. Wir könnten hier oben übrigens auch einstellen, dass die Size Pressure auch verändert wird, wenn wir hier oben mal klicken. Das hier hat mit dem Grafik-Tablet nämlich zu tun. Dann könnten wir nämlich auch so dünn aufdrücken und würden dünnere Striche kriegen. Wenn wir dick aufdrücken, bekommen wir dickere Striche. Da würde ich gucken, da ist echt unterschiedlich, dass ihr immer drückt. Ist ziemlich schwierig, deswegen würde ich das vielleicht standardmäßig auslassen, aber das müsstet ihr selber rausfinden, womit ihr besser klarkommt. Natürlich ist es auch blöd, immer den Radius zu reduzieren und alles. Von daher ist das, denke ich, ganz praktisch, wenn man das doch so hat. Ne? Ungefähr so. Guck mal, das sieht aus wie ein schönes Wet, wie ein Weizen. Auf jeden Fall habt ihr hier im Blender definitiv Anwendungsmöglichkeiten, auch wenn die Anwendung nicht mit aufgeführt ist, aber natürlich könnt ihr das Ganze auch in Photoshop und Co. nutzen. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es großartig selber nutzen werde. Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, der Handpainted Textures machen will, der mal zeichnen möchte im Blender. Vielleicht möchtet ihr auch in Photoshop zeichnen, vielleicht seid ihr auch 2D-Artist und seid gar kein Blender-Artist. Genji Labs war aber so freundlich und hat uns alleine auch aus dem Grund, weil wir ein Blender 3D Modeling Kanal sind, uns das zur Verfügung gestellt, dass wir euch das einfach mal demonstrieren können. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da einfach mal rein, da könnt ihr euch das Produkt auch nochmal genauer angucken und schauen, ob das wirklich etwas für euch ist. So wie ihr gesehen habt, in Blender habt ihr verschiedene Möglichkeiten mit einem Grafiktablet zu arbeiten. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank nochmal an Genji Labs für dieses Grafiktablet. Ich werde es auf jeden Fall schön weiter benutzen, falls ihr das Ganze auch haben möchtet. Und das ist wirklich das Nonplusultra, was es tatsächlich im Moment gibt. Und das sage ich wirklich sehr objektiv, weil ich schon einige Grafiktablets mal getestet habe. Und das hat, was mein Test angeht, ziemlich gut abgeschnitten. Falls ihr euch dafür interessiert, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort kommt ihr direkt zum Link, denn das Ganze ist jetzt ab Februar, so wurde mir gesagt, auch bei uns in Deutschland bei Amazon erhältlich. In diesem Sinne würde ich mich jetzt bei euch verabschieden. Habt eine schöne Restwoche und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Macht es gut, ciao.